Rums, voll auf die 12. Das gab es am Wochenende für einige Kämpfer im Olympiastützpunkt Heidelberg. Trotzdem hatten am Ende alle ein Lachen auf den Lippen. Denn die Klopperei hatte ein Ziel. Vieles geht natürlich zu sammeln, weil das alles geht ja an die chronisch kranken Kinder der Kinderklinik hier in Heidelberg. Und dafür nimmt man dann auch ein bisschen was in Kauf. Unter anderem, wenn der eigene Mann sich auf die Nase hauen lässt. Die eigene Nervosität also besser ausblenden. Nach dem Kampf sieht das alles bestimmt ein bisschen entspannter aus, weil ich bin immer tierisch nervös, wenn er boxt. Ihrem Mann Hamza ging es ähnlich. Am Ende überwiegte nach dem Sieg aber die Freude. Die Menschen, die hier sind, die haben mich total unterstützt, supportet. Es war ein richtig geiles Gefühl. Natürlich, ich war richtig nervös, weil das ist ja mal was anderes. Ich habe die Veranstaltung mit dem Team Herzschlag organisiert und jetzt stehe ich hier selber noch im Ring. Also, es war einfach hammergeil. Und diesen Moment haben mit ihm fast 600 Zuschauer geteilt. Weit mehr, als die Veranstalter erwartet haben. Aber nicht nur Zuschauer hat das Charity-Event angelockt, auch Promis waren dabei. Dann über die sozialen Medien auf den Verein Herzschlag aufmerksam geworden bin, mir so ein bisschen angeschaut hat, um was es eigentlich geht. Dann bei Maiko Grund, einen der Initiatoren, einfach nachgefragt habe, wie das Ganze aussieht, ob sie nur auf diese eine Veranstaltung hier festgelegt sind, ob sie sich auch vorstellen könnten, andere Leute mit ins Boot zu holen. Das konnten sie. Entsprechend ist auch Krötzki jetzt mit im Herzschlagteam. Und das will, dass der große Erfolg in diesem Jahr sich wiederholt. Wir haben ja einen Verein gegründet und nicht um die ganze Sache nur einmalig zu machen, sondern wir wollen das wirklich nachhaltig, immer wieder Jahr für Jahr. Wie die genaue Strategie aussieht, da setzen wir uns am Ende des Jahres zusammen, weil jetzt hat natürlich erstmal die Veranstaltung Priorität gehabt, wie es weitergeht, werden wir sehen, aber es wird auf jeden Fall was kommen. Darauf hoffen wir, denn wer so viel Körpereinsatz für einen guten Zweck zeigt, der erfreut nicht nur die Kinderherzen, für die er spendet. Und vielleicht sehen wir Patrick Krötzki ja mal selbst im Ring. Ja, habe ich noch nie so richtig ausprobiert. Ich glaube, ich bin dazu vielleicht ein bisschen so ein großer Schisser. Habe da nicht so Bock, mir auf die Fresse schlagen zu lassen. Auch wenn natürlich viel, viel mehr dahinter steckt. Ich glaube, die Beinarbeit, die hätte ich vielleicht. Naja, da scheint das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ob mit oder ohne Handballer im Ring, ganz bestimmt aber ein sinnvoller Grund zu kämpfen.